Moin Stefan John, mein Name ist Luzan. Leider darf ich mich nicht zeigen im Internet. Trotzdem gucke ich eure Videos und ich hoffe, ihr habt viel Spaß am neuen Video. Ich grüße mein größtes Vorbild, Let's Hugo. Hallo Stefan Stefan und und John. John, wir würden gerne euer nächstes Video beginnen. Hier sind unsere Insta-Kanäle eingeblendet. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Aber es ist natürlich keine Pflicht. Moin Stefan und John, ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ich kann auch das neue Video starten. An erster Stelle grüße ich mal Gerimen und ja, ich hoffe, euch geht es gut und viel Spaß beim neuen Video. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer neues Video begrüßen. Ich verfolge euch schon sehr lange und ich finde eure Videos gut. Ich grüße Let's Hugo und seinen Kollege Heiko. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer nächstes Video beginnen. Liebe Grüße. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer Video beginnen, denn ja, eure Videos sind so cool. Ich habe gerade Cola getrunken und das macht man nicht vom Cola trinken. Richtig, Stefan und John gucken. Ja. Ich möchte noch jemanden grüßen, wenn ich das darf. Und zwar den Kunan, den Emir, den Fabio, den Erisch und den. Nein, ja, ich habe es vergessen. Ach, egal. Bitte folgt ihn. Bitte folgt alle Stefan und John. Tschüss! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jawohl, es hat geschneit und endlich auch mal in Bremen. Sieht draußen alles wunderschön aus. Für uns ja eine halbe Sensation. Und passend zum Schnee haben wir auch was Weißes hier mal wieder zum Vorführen. Wir haben mal wieder einen Staubsauger, einen neuen Staubsauger. Die Zeit der Staubsauger mit Kabel und Staubsaugerbeutel, den man auswechseln muss, ich glaube, die ist endgültig vorbei. Wir haben ja schon so ein Gerät. Dies ist jetzt hier ein anderes. Und wir sind damit total zufrieden. Kann man so schön auf so einer Halterung aufhängen. Aber Simone kann es besser erzählen. Na ja, was kann ich besser erzählen? Also ich muss mal sagen, aus Erfahrung jetzt, diese Schnurlose, man schnappt sich das Gerät einfach von der Ladestation, man saugt viel eher mal irgendwelche Krümel weg, die in der Küche, was weiß ich, Brötchenkrümel oder so. Man benutzt es wirklich öfter, als wenn ich jetzt den alten Staubsauger rausgeholt hätte, eine Steckdose gesucht hätte, angeschlossen hätte. Und das finde ich total super. Und Und wir bauen jetzt das Gerät erstmal auf und dann ja. machen wir den ultimativen Staubsaugertest. Denn was gibt es Schlimmeres auf dem Teppich als Mehl. Nein, nimm mal bitte weniger. Oh Gott, nimm weniger. Ja, nimm mal. Ich weiß nicht, da liegt ja schon was. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ja, ich weiß auch nicht. Ja, gucken wir mal, was der Staubsauger jetzt leisten kann. Ja, na Gott sei Dank halb so schlimm und da es, glaube ich, John Spaß macht, kann er noch mal ein bisschen. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen hier in dem Auffangbehälter, wie viel Mehl da doch zusammengekommen ist. Also ich brauche jetzt keine Angst haben, dass das alles noch im Teppich untergewühlt wurde, sondern ich denke, er hat alles eingesaugt und ja, ich bin zufrieden bisher. Fußboden ist wichtig, genauso wichtig aber ist unsere PC-Tastatur. Dies hier ist Johns, das hier ist meine und das ist John. Ja, und das ist der Staubsauger. So, dann probier.
Ja, bei dem Wetter bräuchte man, glaube ich, mal einen Staubsauger, der hier die Fenster wieder freikriegt. Aber erstmal hat Simone noch was zu erzählen dazu. Genau, also ich finde das voll einfach in der Handhabung. Ich mache damit nämlich immer die Fußleisten sauber. Und zwar so. Ja, und dafür liebe ich das Teil ganz besonders, weil mit dem alten Staubsauger, den wir haben, mit dem Kabel und mit diesem großen Schlitten dran, ist das immer ein Unding gewesen, das hier hochzuschleppen, zu halten und da in diesen Ecken zu saugen. Und also es ist echt praktisch und ich wollte ja nie immer extra Geräte haben, nicht extra noch einen Handstaubsauger kaufen und den normalen Staubsauger haben und hier zwei in eins sozusagen. Das ist perfekt für mich. Ja, wenn mal YouTube nicht mehr läuft, dann werden wir Staubsaugervertreter, würde ich sagen, ne? Ja, das hat schon Loriot empfohlen. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. So, wir versuchen ja in jedem Video mal was Neues zu zeigen. Neben dem neuen Staubsauger zeigen wir jetzt auch mal den letzten Raum, den kleinsten Raum in unserer Wohnung, den wir, glaube ich, noch nie gezeigt haben. Nämlich der Raum, wo hier Trockner und Waschmaschine und sämtliche Haushaltsputzutensilien stehen. Und da haben wir unseren Staubsauger auch. Ist ein bisschen eng hier, aber es passt. So, jetzt kann er laden. Der Akku hält circa eine Stunde, wenn man nicht auf höchste Stufe macht. Also völlig ausreichend, glaube ich, für den normalen Hausputz. So, und jetzt geht's raus in Schnee. Gelber Schnee, ein Phänomen. Ja, und der hat, glaube ich, sogar Geschmack. Schau mal, einen Schneeball. Probier mal. Schneeball. Es zerbröselt alles. Du sollst von dem gelben Schnee einen Schneeball machen. Ja, um dich abzuwerfen, ne? Ja. Aber es funktioniert tatsächlich nicht mit diesen Schneebällen. Dafür ist es zu kalt. Der Schnee klebt nicht mehr. Trotzdem. Trotzdem sehr schön, sowas mal zu erleben. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir es dieses Jahr noch mal hinkriegen sollten, dass hier alles weiß ist in Bremen. Es ist wirklich selten, dass in Bremen mal Schnee liegen bleibt und auch noch so hoch. Wer hat geworfen? Ich nicht. Ich weiß nicht, das war John. Das sieht man ihm doch schon an der Nasenspitze an. Wie lange haben wir das Geräusch schon nicht mehr gehört? So dieses Knirschen von Schnee und ein bisschen Eis unter den Füßen. Ist so ein schönes Geräusch. Das ist ein Kindheitsgeräusch für mich. Ja, ein schönes Knirschen. Ich kann mich auch erinnern, wir sind... Warten Sie kurz, ich hoffe, das ist für John auch ein Kindheitsgeräusch, was wir gerade hören. Ich bin ja noch in der Kindheit, also glaub schon. Ja. Ja, und ich kann mich erinnern, also John hat auch schon was ganz Besonderes in seiner Kindheit miterlebt. Wir gehen ja hier an der Weser entlang. Auf der anderen Seite ist die kleine Weser, die ist aber auch nicht wirklich schmal. Und die ist ab und an mal zugefroren. Und die war vor zig Jahren tatsächlich zugefroren, dass man da drüber laufen konnte. Und das ist hier in Bremen schon was ganz Besonderes, ne? Ja, wo wir hier jetzt gerade sind, hier vor mir, das ist im Sommer unser Beach Club. Jetzt mal eine andere Ansicht. Und hier ist der Schnee noch richtig hoch. Ja, sonst kommt man hier natürlich schön in den Beach Club an, geht hier auf einem Holzsteg, rechts und links Liegestühle, ganz tolle Plätze, ganz tolle Atmosphäre, chillige Musik und natürlich kühle, erfrischende Getränke, alles im Sommer. Ja, und jetzt ist irgendwie alles anders und
sehr trist und trotzdem aber schön im Schnee. Blöd. Freunde des Winters. Nee, wo jetzt ist kalt, ey. Hat's geschneit? Da haben wir ihn wieder, den Fastenspaziergang für John. Ich wundere mich schon, warum er so schnell geht, aber es geht jetzt Richtung Heimat, Richtung nach Hause. Und deswegen geht er jetzt, glaube ich, einen Schritt schneller, um schnell anzukommen. Es hat Spaß gemacht, aber mir ist kalt. Das ganze Wasser, das ist jetzt der ganze Schnee ist so Wasser geworden, der jetzt in meinem Rücken drin ist. Ich kann ja verstehen, dass Spazierengehen nicht so viel Spaß macht. Aber ich finde, Johnny, bei diesem einmaligen Wetter vielleicht, was wir dieses Jahr vielleicht nicht nochmal wieder erleben, ein bisschen den Schnee in den Winter mal zu genießen, kann man auch mal eben eine Stunde durch den Schnee gehen, oder? Habe ich gar nichts gegen gesagt. Finde ich auch nicht nervig. Bin ja gestern auch rausgegangen, wo der Schnee noch so klebriger war und noch eine bessere Konsistenz hatte. Ja, und ich musste leider gerade da arbeiten, als der Schnee gefallen ist. Und als ich um 22 Uhr Feierabend gemacht habe, hab man schon wieder gemerkt, dass in Bremen schon wieder Chaos ist. Da waren nämlich die Straßenbahn standen in Schlange. Die kamen nicht mehr durch, Schneegestöber durch. Die standen da schön und die Fahrgäste durften alle warten, bis sie ans Ziel kommen. Und wir kommen auch ans Ziel jetzt langsam. Ja, aber Mensch, also Winter in Bremen und wir waren dabei. Ja, wer hätte das gedacht? Ich hab was für euch. Nachdem wir ja vor einiger Zeit das Dippelappes-Gericht aus dem Saarland gekocht haben, ein Lieblingsgericht von einigen Zuschauern von uns, machen wir jetzt ein richtiges Winter-Sonntagsessen. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt, ostfriesischer Snirtchenbraten oder sowas. Snirtchenbraten, genau. Und das hat uns der Kai vorgeschlagen, der lebt auf den ostfriesischen Inseln und der muss ja wissen, ob das gut schmeckt oder nicht. Ja, und wir werden es auch wissen, morgen, wenn wir es essen. Wir müssen nämlich heute einen Tag vorher dafür etwas vorbereiten. Das wäre? Wir müssen das Fleisch im Rotwein einlegen und dann wird es nämlich besonders schmackhaft, denke ich mal, vom Rotweinaroma. Und es zieht schön durch, dass das morgen zerfällt im Mund, hätte ich fast gesagt. Sehr weich. Mir wäre ja lieber, wenn man das in Bier einlegen würde, als in Rotwein. Aber gut, okay, das ist mal das Rezept. Das hat ihr jetzt aufgerufen, Vorschläge mit Bier zu senden. Nein. Wir haben erstmal noch so viele Lieblingsgerichte nachzukochen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. Diesmal habe ich dann mal Simone das Messer überlassen, denn
Da haben ja einige Leute geschrieben, ich kann mit dem Messer nicht umgehen. Da müsste man schon gleich einen Rettungswagen fürs Krankenhaus anrufen zur Sicherheit. Diesmal ist aber auch erneut alles gut gegangen. Jetzt werden hier die Zwiebeln geschnitten. Dabei gibt es schon einen Fehler. Ich habe die Zwiebeln heute gekauft und sie sind gammelig. Das ist natürlich... Ja, bei Rewe wird frische eben groß geschrieben, ja, in der Werbung. Zwei gekauft und die sind beide maddelig. Das hätte man vom Anfassen, falls sie sich gut an. Ja, scheiße. Plan B, jetzt gibt es Schalotten. So, kommen wir zum Rotwein. Einmal. Zweimal. So, das kann jetzt über Nacht im Kühlschrank ziehen. Das wird noch abgedeckt und dann geht's morgen weiter. So, nächster Tag. Das Fleisch ist mariniert. Ich habe da noch Zwiebeln zugetan und habe eine andere Auflaufform genommen, weil das Fleisch nicht so gut bedeckt war. Und das wird jetzt, das Fleisch rausgeholt und das Ganze abgegossen durch ein Sieb. Die Flüssigkeit brauchen wir, aber die Zwiebeln brauchen wir nicht. So, bis hierhin war Pillepalle. Jetzt kommen die richtig wichtigen Sachen. Die mache ich mal lieber selber. Jetzt muss nämlich dieses Fleisch hier angebraten werden. Ablöschen nennt man sowas, habe ich gerade gelernt. Das schmort jetzt ungefähr 2 Stunden vor sich hin. Und was machen wir in der Zeit? Haare schneiden. Warum schon wieder Haare schneiden? Es ist 2 bis 3 Wochen her. Johns Haare sind gewachsen wie Unkraut. Er gibt sich hier vertrauensvoll nochmal in meine Hände. Und gebe ich nicht freiwillig. Ja, ja. Ich versuche mal mit der neuen Schneidemaschine hier klarzukommen, ne? Damit kann man keine Fehler machen, zum Glück. Das ist idiotensicher, das Ding. Okay, also du hast also kannst du das machen. Und dann mache ich einfach so. Gut, dann geht's los. Das geht gar nicht. 18 ist, da kriege ich gar keine Frage. Das sind ja 21, habe ich auch eingestellt. Geht auch nicht, da kriege ich auch keine Haare. Bist du dir so sicher gewesen? Ja. Bin ich idiotensicher? Ich würde 9 machen. 9? Ja, guck mal. Gib mal her. Oh. Das muss ich jetzt übertreiben. Na, aber du kriegst doch keine Haare. Dann machst du erstmal 15. Du musst jetzt erstmal rantasten, hast du gerade gesagt. So, guck mal nach unten bitte.
dazu gibt es auch Kroketten und die packen wir jetzt in die Heißluftfritteuse. Mache ich gerade übrigens das erste Mal, also mache ich hoffentlich nichts falsch. Muss man das erstmal anschalten oder bin ich blöd? Egal, 16 Minuten. Hört sich richtig an. Nicht angeschaltet ist, nee. Dose, da muss ich gar nicht raufdrücken. Muss nur eine Uhrzeit. Hast du den Stecker reingetan? Nein. Und habe mir sagen lassen, nach der Hälfte der Zeit soll man mal kurz die Pommes durchschütteln. Dann warten wir jetzt mal, bis er auf 6 Minuten runter ist und. Ja. Hört gleich was, es hört sich an wie eine Zeitschrift. Du musst mich verarschen, der Stecker ist ja gar nicht drin. Oh mein Gott. Ja, das ist eigentlich mein Teller. Bitteschön. Dankeschön. So, da ist er. Mein Stück vom ostfriesischen Snirtjebraten. Bin ja echt mal gespannt. Ich muss dazu sagen, ich mag zwar mal so ein Glas Rotwein, aber eigentlich alles, was am Essen nach Rotwein schmeckt, habe ich bisher nicht so gerne gemocht. Bin gespannt, wie es sich jetzt hiermit verhält. Doch, das kann man essen. Sehr lecker. Auch ich bin sehr gespannt und es ist wirklich so, butterzart ist das Fleisch. Das lässt sich wirklich ohne ein Messer hier lösen. Schmeckt total lecker. Sehr zeitintensiv, nicht schwierig, aber das machen wir nochmal wieder. Kann man auch super für Gäste machen. Danke für das Rezept. Ich bediene mich noch ein bisschen in den Kroketten, aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich nehme mal ein kleines Stück erstmal. Kann man essen. Ja, so lange drauf gewartet und so schnell ist schon alles alle, fast. Ein bisschen was habe ich ja hier noch. Also mir schmeckt es wirklich ganz hervorragend. Johnny, noch mal ein kleines Resümee, Ergebnis. Ich muss jetzt so sagen, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich sage nicht, dass es eklig ist, das ist überhaupt nicht. Also es schmeckt, man kann es essen, aber es ist nicht. Es ist nicht dein Lieblingsgericht wahrscheinlich. Ja. Ich denke mal, das liegt daran an der Rotweinaroma, was da ist. Das ist auch eher was für Erwachsene. Dazu, zu diesem ostfriesischen Essen, gönne ich mir übrigens gerade ein Kreuzchen Urhell aus Bayern. Ist es, glaube ich. Schmeckt hervorragend. Solange es bei Kreuzle oder Kreuzchen nicht. Kreuzle steht drauf, aber egal. Ja gut, so mal rechts, es ist ein Kreuzle. Aber Kreuzle klingt dann darauf wiederum nicht bayerisch, oder? Was auch immer es heißen mag. Kann ich nicht sagen. Also ja, ich widme mich dem Essen. Das ist wirklich lecker und man sieht ja, es ist fast alles aufgegessen schon. Das ist ein gutes Zeichen, dass es wirklich gut geschmeckt hat allen hier. Ja, und das würde ich auch mal sagen, ist dann der beste Zeitpunkt, das Video zu beenden. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Nur die Konsolenspiele sind ein bisschen kurz gekommen diesmal. Zu kurz gekommen. Am nächsten Mal wird dann das wohl nachgeholt, denke ich mal. So, Johnny, dein Part. Ja, Stefan hat ja auch schon was gesagt, also du hast mich ein bisschen abgelöst. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken und abonnieren und dann bis zum nächsten Video wieder. Tschüss. Genau. Tschüssi. Auch von mir. Tschüss.